Du, großer Mann, komm und wirf den Derbywagen mal an. Bei unserem Kaninchen sind die Batterien inklusive. Kauft euren Kindern ein Kaninchen, dann halten sie auf der Fahrt nach Hause die Klappe. Das Teil hat keinen Saft mehr. Alle Größen und Farben. So, okay. Wenn wir etwas nicht haben... Und da sind wir auch schon wieder beim nächsten Part. Dieser Quasselkerl, der ist unglaublich ulkig. Aber wir müssen erstmal in die andere Richtung. Wir nutzen dafür unser Bike. Wir müssen gleich eh nochmal zu unserem Kollege da zurück. Auf uns wartet noch ein weiteres Rätsel. Auf der anderen Seite von dem Feld ist das Versteck der Vultures. Ich habe viel von den Vultures gehört. Und es sieht so aus, als wäre alles wahr. Sieht so aus. So, und was wir machen müssen, ist der hier. Ich finde das einfach eine geile Idee. So, weg ist er. Aber hinterlässt uns immerhin eine Batterie. Dieses kleine Duracell hieß hier. Und wieder zurück zum Händler. Wie gesagt, ich finde in diesem Spiel die Minigames eigentlich total passend. Die sind, wenn man selber spielt, sehr unterhaltsam, wie ich finde. Also man kann da echt nicht maulen, aber man kann da ein bisschen dran verzweifeln, wenn man nicht weiß, was zu tun ist. Dann können die Dinger auch mal schnell nerven. Kauft euren Kindern ein Kaninchen, dann halten sie auf der Fahrt nach Hause die Klappe. Nein. Nein. Das sollte es wieder zum Leben erwecken. Sicher, sicher. Dreh einfach mal eine Runde. Nur bleib in Reichweite damit. Ja, genau. Wir bleiben in Reichweite. Niedliche, niedliche kleine Kaninchen. Okay, das ist weit genug, Mann. Hey, wir sind ein Rebell. Bring ihn wieder zurück. Nein. Die Demo ist vorbei. Hey, nicht da rein. Jetzt sieh mal, was du angerichtet hast. Der Eingang ist auf der anderen Seite der Fabrik. Warte, mein Kleiner. Teddy kommt sofort. Jetzt gibt es nur noch mich und die Kaninchen. Ja. Eine Kaninchenkiste, eine frische mit 12 Kaninchen. Oh. Ist schon hilfreicher. Ja, und damit gehen wir jetzt zurück ins Minenfeld oder zum Minenfeld. Ich laufe nicht. Nein. Hier müssen wir gleich noch hin. Du bist ein Biker, also benutzt dein Bike. Wenn die 12 Kaninchen später nicht ausreichen, und wir müssen erstmal gucken, ob da bei uns jetzt hier der Fall ist, man kann auch nochmal zurück und sich eine neue Kiste holen, denn es ist mystischerweise dann eine neue Kiste das da. Das Minenfeld ist neu bepflanzt worden. Ja. Nette kleine Vultures. Deswegen geht man erstmal so nah wie möglich ran. Ich hasse Überraschungen. Obwohl, man sollte vielleicht nicht ganz so nah ran. Weil, das werdet ihr gleich sehen. Musik. Ich glaube nicht.
Man muss die Dinger jetzt auch wieder einsammeln. Wenn die einfach so wegplatzen, dann kommen wir auch nicht weit. Das reicht uns dann nicht. Ich will keine von diesen Dingern auslösen. Und das bringt uns auch nichts, wenn die wirklich so unkoordiniert da in alle Richtungen brennen. Ich finde das auch ein bisschen tricky, dann so hinzuklicken. Ich will keine von diesen Dingern auslösen. Na, ich meine, weiter läuft er dann aber auch nicht. Aber es bildet sich quasi ein schmaler Pfad. Und wie wir hier sehen, im Inventar haben wir jetzt die aufgesammelten Häschen. Und wenn es alles gut läuft, sollten wir am Ende auch noch einen übrig haben für uns. Den man später eventuell auch nochmal braucht. Ich will keine von diesen Dingern auslösen. Ich glaube nicht. Okay, wir haben es geschafft. Das ist der Typ, von dem ich dir erzählt habe, Susi. Bist du sicher? Ja, das ist der Kerl, der meinen Vater umgebracht hat. Okay, Waldschatz, spannt ihn auf. Ich finde übrigens, bei vielen Zwischensequenzen... Hör zu, du machst einen großen Fehler. Oh, Ben, du hast recht. Wir sollten das nicht schnell erledigen. Die Sache sollte sich noch ein bisschen ziehen. Was denkst du, Susi? Hey, hab euch noch nichts vor. Ihr habt sie gehört, Digga. Lasst uns das hier durch. Wortspiel. Ja, was ich noch sagen wollte, manche Dialoge wirken irgendwie sehr leise. Das hatten wir auch ganz am Anfang schon bei so einem Motorradfahrer. Ja. Und hier zumindest bei der PlayStation-Version. Ich werde jetzt nur auf die Dialoge drücken, die für uns auch relevant sind, weil ich hatte das schon mal, dass das Spiel sich dann an der Stelle aufgehangen hat, wenn man wirklich mal alles so durchgeht. Ich weiß nicht, ob da ein Bug war, aber ich werde es einfach mal, damit ich die Aufnahme eventuell nicht nochmal starten muss. Lass mich gehen, oder? Oder was? Einfach nur das nehmen, was wir auch brauchen. Ich werde dich beschimpfen. So, wir erinnern uns, was der alte Malcolm kurz vor seinem Tod zu uns sagte. Wirbelwind. Woher? Wo hast du das gehört? Dein Vater, er hat es mir kurz vor seinem Tod erzählt. Du hast meinen Vater niedergeprügelt und dann mit ihm über alte Zeiten geplaudert? Ich habe ihn nicht umgebracht, sondern Ripburger. Jemand hat es fotografiert, aber die Kamera ist gestohlen worden von demselben Kerl, der hinter dir her war. Ich habe den Film. Gut, dann entwickle ihn, okay? Solange ich noch in meine Kleider passe. Okay, du bleibst hier. Hey! Tut mir leid. Ja, ist schon in Ordnung. Ich werde diesen Ripburger erwischen, selbst wenn ich dabei draufgehen sollte. Nein. Wir müssen Ripburger auf der Aktionärsversammlung bloßstellen. Auf diese Weise können wir ihn absägen, meine Gang aus dem Gefängnis holen und deinem Vater seinen letzten Wunsch erfüllen. Du übernimmst Corley Motors. Ripburger hat die Aktionärsversammlung abgesagt. Er hat vor der Presse erklärt, es würde keine Versammlung geben, solange die Mörder nicht vor Gericht stehen. Also keine Aktionärsversammlung, bis wir beide tot sind? Das ließe sich einrichten. Okay, dann mal los. Inszenierung von Benz und Maureens Tod. Akt 1, Szene 1. Adrian Ripburger, in einem verzweifelten Versuch, Maureen aus ihrem Versteck zu locken, hat sich folgenden Versagerplan ausgedacht. Der erste Preis des heutigen Demolition Derbys ist eine uralte Hardtail, die Mo mit ihrem Vater wieder in Schuss gebracht hat. Rip hofft, dass sich Mo in einem Anfall sentimentaler Anhänglichkeit besagtes Bike unter den Nagel reißen.
Also spielen Ben und Mo einfach mit, verkleiden sich und nehmen an den Demolition Derby teil. Dies endet allerdings tragisch, indem ihre Autos explodieren und beide für tot erklärt werden. Na, Frage. Bitte hebt euch Fragen bis zum Schluss auf. Die Explosion in Mo's Auto wird nur durch eine direkte Frontalkollision mit Bens Auto ausgelöst. Dieser Schleudersitz bringt Mo rechtzeitig raus und sie landet mit ihrem Fallschirm in Sicherheit. Glaubst du nicht, dass irgendjemand sieht, wie sie aus dem Wagen fliegt? Nein, alle werden nur auf dich gucken, wie du in Flammen stehst. Ja, das ist eine weitere Frage, die ich habe. Wenn dein Wagen explodiert, wirst du brennend herausklettern und im Stadion rumrennen und so das Publikum ablenken. In deinem süßen kleinen Asbestanzug, versteht sich. Toller Plan. In Ordnung, dann wollen wir euch Schätzchen mal in die Luft jagen. In Ordnung, Leute. Schmeißt eure Hotdogs weg, denn hier im Corley Motor Smashatorium wird es langsam Zeit für den ultimativ blutrünstigen und gewalttätigen Demolition Derby Amateurmarathon. Und jetzt stelle ich euch unsere Gladiatoren vor. Diese geheimnisvoll aussehende Figur mit der Kapuze wollte uns ihren wahren Namen nicht verraten. Er sieht es vor, der unbekannte Rächer genannt zu werden. Und für uns geht das völlig in Ordnung, nicht wahr, Leute? Oh, ich schäme mich wirklich für die beiden. Wen wollen die mit diesen erbärmlichen Verkleidungen denn täuschen? Und direkt neben ihm ist noch ein Newcomer. Gebt mir einen riesigen Smashatorium-Applaus für die Prinzessin der Zerstörung, Doreen Smalley! Also los, Jungs. Macht sie fertig. Und gerade im Moment haben wir noch einen allerletzten Zugang für die Show heute Abend reinbekommen. Versuch jetzt mal abzuhauen, Programmer. Also dann, seid ihr bereit für ein rücksichtsloses Rennen? Seid ihr bereit für unnötig gewaltsame Zerstörung? Lasst das Demolition Derby anfangen! Die Bum-Bum-Bruder. So. So, auch da, wenn ich den Eindruck hatte, dass der Sound wieder extrem leise war bei dieser Entführung, erwartet uns hier zum einen ein neues Minigame. Und zwar sollen wir bei dem eigentlich die Ursprungsbahn nach mit mal zusammen crashen, um eine Explosion hervorzurufen. Dafür muss man gar merkwürdige Dinge hier tun. Zum einen komm hier rüber und ran mich. Über den hier drüber fahren. Der Wagen ist verrückt, als ich drauf gelandet bin. Sieht aus, als hätten die Jungs einen Glasschaden. So, weil, ich werde euch aber kurz zeigen, wir kommen nicht an sie ran. Sie sitzt im gelben Wagen. Der blaue, egal wie wir hinfahren, der ist schneller, der rammt uns immer wieder weg. Deswegen muss erstmal der Orangenschnitt hier außer Gefecht gesetzt werden. Bom-Bom. Indem wir oben auf sein Dach springen, über diese Rampe, gehen hier nach unten verfrachten. Ich glaube, der muss auch nicht mal nach ganz unten. Auch dafür hat man nicht unbegrenzt Zeit, weil jemand fährt, der wird. Erinnert so ein bisschen an, wie hieß er, ein uraltes Amiga-Spiel war das? Suchcars oder so. Ja, das hat so ein bisschen an Supercars oder Supercars 2. Wir schieben ihn zur nächsten Rampe. Ich kann den anderen Autos nicht ewig ausweichen. Und dann über den drüber. Okay, Bum-Bum-Brüder. Eure Zeit ist vorbei. Und über den drüber zu kommen. Schnappt ihn euch! Was macht ihr denn? Macht ihr einen Mittagsschlaf oder was?
Idioten. Okay, Mo. Zeit fürs große Finale. Ach schon. Das ist eine Explosion. Ich kann auch keine Überlebenden sehen. Moment. Was ist das? Es ist der unbekannte Rächer und hier stehen die Flammen. Los, einen riesigen Applaus, Leute. Das sieht so, und auch hier bis jetzt ist er selber gelaufen. Läuft immer noch vom Spiel gesteuert. Und auf einmal können wir uns selber bewegen. Wir müssen erstmal zur Tribüne rüberlaufen. Burn, Baby, burn. Wen interessiert das Motorrad? Mo findet es wichtig, dass wir nicht ohne hier weggehen. In Ordnung, ich sehe zu, was ich tun kann, aber mir brennt es schon unter den Fingern. So, und ich weiß gar nicht, was passiert, wenn man jetzt hier wirklich Ewigkeiten einfach nur rumsteht. Man muss jetzt wirklich hier an der Seite oben entlang latschen und die Bühne in Brand setzen. Und erst hier geraten die Leute in Brand. Echt gut gemacht, irgendwie. Oh. Na, endlich. Und jetzt zerquetscht dieses Glühwürmchen, solange es noch leuchtet. Sieh nur, wie er läuft. So, ihr seid ganz schön frech. Und was man jetzt machen muss, nachdem wir so haben, wie wir uns jetzt wieder bewegen können, wir müssen auf den ihr Auto. So. Okay, scheinbar. Andere Kombrille. Also auf den ihr Auto drauf. Fahren die mit uns ein Stückchen und wenn die hier unten sind an der Flamme, müssen wir runter, rennen ins Feuer. Die Bum-Bum-Brüder sind blöd, obwohl wir sind ins Feuer gerannt. Aber ich lasse mal genau so nach. An der Stelle. Was ist passiert? Habt ihr ihn erwischt? Endlich haben wir ihn erwischt, Bolas. Das bedeutet, Ripburger wird uns jetzt zu Direktoren machen müssen, wie er es versprochen hat. Und außerdem muss er jedem von uns 10.000 Aktien geben. Seltsamer Geruch. Was ist das, die Temperaturanzeige? Nun. Andererseits habe ich gerade 20.000 Aktien zusätzlich bekommen. Zeit für die Aktionärsversammlung. Wo ist die Hardtail? Auf dem Boden verteilt, Mr. Rächer. Was? Wo ist die tiefsentimentale Verbundenheit zum alten Motorrad deines Vaters geblieben? Ben, es ist nur ein Motorrad. In einer halben Stunde habe ich das wieder zusammengesetzt. Natürlich vorausgesetzt, ich finde diesen Schlüssel. Von was für einem Schlüssel redest du? Der Schlüssel zum Safe von meinem Dad. Ich erinnere mich, dass er ihn irgendwo an seinem Motorrad versteckt hielt. Aber ich habe überall nachgeschaut und kann nichts finden, das auch nur so aussieht wie ein Schlüssel. Aber muss man nochmal so ein paar Informationen ziehen, denn wir brauchen hier jetzt zwei Dinge. Und zwar einmal einen Code, wo wir noch gar nicht eigentlich wissen, dass wir ihn brauchen, obwohl sie die ganze Zeit von einem Schlüssel redet. Und wir brauchen Informationen über den geheimen Eingang. Aber dazu kommen wir jetzt. Was ist so Wichtiges in dem Safe? Das Testament meines Dads. Ich hoffe, dass er endlich die Wahrheit über mich erzählt. Warum hat er dich all die Jahre immer geheim gehalten? Er wollte nicht, dass die Leute das mit meiner Mom rauskriegen. Was ist so schlimm mit Mrs. Corley? Sie war nicht meine Mom. Ah. Aber wie kommen wir in die Fabrik rein? Hinter der Fabrik ist ein geheimer Eingang, der direkt in Dads Büro führt. Er hat mich immer heimlich reingeschmuggelt, damit ich ihm bei den Motorradentwürfen helfen konnte. Als er zu alt wurde, um die ganze Arbeit selber zu machen? Nein, da war ich erst 6. Wie finde ich den geheimen Durchgang?
Nun ja, es ist ein bisschen knifflig. Du musst warten, bis alle Messgeräte auf Null stehen. Dann trittst du an der richtigen Stelle gegen die Wand und du bist drin. Wie finde ich die richtige Stelle zum Treten? Dad wusste genau, wohin man treten muss. Aber ich erinnere mich an diesen großen Riss in der Wand. Und wenn ich mich so gestellt habe, dass ich diesen Riss auf Augenhöhe hatte und dann direkt vor mir gegen die Wand getreten habe, dann ging diese verrückte Tür auf. Wie war der Flug? Naja, irgendwas ist explodiert, als es losging und ich bin in einem Minenfeld gelandet. Aber abgesehen davon lief alles prima. Mir geht es übrigens gut. Danke der Nachfrage. Aha, großartig. Jetzt hilf mir, den Schlüssel zu suchen. Ich werde sehen, was ich tun kann. Ja, ist gut. Werden wir jetzt machen und werden uns diese Teile hier einfach mal ein bisschen genauer angucken. Und hier kann man dann drücken und klicken und öffnen. Und überall stehen irgendwelche Nümmerchen. Ja, man kann sich die jetzt alle notieren. Ich werde etwas Ähnliches tun. Ich mache mir einfach mal ein Bild davon. Klick. Und ihr seht dann gleich, welchen Code ich davon benutze. Das korrekte Wort benutzen, welchen Code ich eingeben werde. So, jedenfalls haben wir ihn schon gesehen. Ich meine, okay, selbst wenn man das jetzt nicht wüsste, man hat hier jetzt 1, 2, 3, 4, 5, das sind die, die ich jetzt sehe. Ja, und selbst die Codes einzugeben, ist jetzt nicht ganz so dramatisch gleich. Hier, nimm die Fotos. Ich will sie nicht. Zeig sie jemand Wichtigen, wenn du Gelegenheit dazu hast. So, die wichtigsten Informationen haben wir gerade auch schon erhalten. Ja, wenn alle Regler auf Null sind. Jetzt muss man irgendwo gegen einen Felsen treten, um den Geheimgang zu öffnen. Und jetzt kommt noch die Information dazu, dass sie ja 6 Jahre alt war und immer wenn sie vervorstand, hat sie in diesen Riss geguckt. Also ungefähr da. An der Stelle muss man dann unten im richtigen Moment gegentrampeln. Und ich krieg's nie auf Anhieb hin. Die ist versiegelt. Scherzkeks. Ich kann's, das sind wirklich nur so ein paar Millimeter, die man immer wieder irgendwie so abgehen muss. Ah, er war es. Okay. Okay, war der nicht sogar am Leuchten irgendwo? Hätte man eher drauf kommen können. So, der geheime Weg ist offen. Und wir gehen rein. Das nenne ich doch mal ein Büro. Das ist Kunst. So, da haben wir dann den Bodensafe, für den wir dann die Kombination brauchten. Und zwar ist die richtige Kombination, und ich weiß gar nicht, ob man die auch, jetzt unabhängig davon, ob man die Nummer lesen konnte, ob man die sich irgendwie hätte anders zusammenreihen können. Aus Geburtsdaten oder irgendwas, keine Ahnung. Jedenfalls geben wir ein die 1, 5, 4, 4, 9, 2. Da ist eine Art Karte drin. Und ein Tonband. Ich hoffe, das ist Corleys Testament. Das ist offen.
So. Jetzt bin ich allerdings hin und her gerissen. Ich habe jetzt knappe 25 Minuten aufgenommen. Wir nähern uns auch tatsächlich schon dem Ende vom Spiel. Ich glaube tatsächlich, dass ich nochmal kurz den Part cutten muss, damit das Ende jetzt nicht zu lang wird. Weil, ich sag mal, selbst der Abspann, der geht dann nochmal ein paar Minuten. Deswegen werde ich an der Stelle jetzt mal einen Cut machen. Und dann geht's auch gleich an der Stelle hier weiter. Bis gleich.